Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle. Und wir sind in einer neuen Folge bei 7 Days to Die mit den Grandparents. Mit dabei in weiter Ferne ist die Tanja. Hallöchen. Die Anja. Servus. Der Edi. Aloha. Und der Graukopf. Hallo. Ja, wir sind noch ein wenig am Ressourcen beschaffen. Ich bin auf dem Rückweg. Ich habe jetzt erst mal so ein bisschen was an Eisen gefarmt. Ich denke mal, das reicht. Jo, also dass wir uns zumindest vielleicht einmal ein paar anständige Werkzeuge erstellen können. Wird schwer. Je höher das Level, desto besser das Werkzeug. Beziehungsweise ist halt ein Zufall. Ja, gut, aber eine normale Schaufel ist halt doch besser als die Steinschaufel. Ja, das sowieso, das stimmt. Und halt wieder eine Axt. Das wäre dann auch ganz toll. Ja, also ich habe 43 Iron Ore, einen ganzen Stack von diesem Scrap Metal Pile. Also da kannst du anfangen, ne? Ja, auf alle Fälle, ja. Ja. Ja, mir darfst du sowas jetzt sagen mit meiner, ne? Ich bin auseinander. Genau. Und wie uns der Edi gerade schon mitgeteilt hat, ist in nicht so weiter Entfernung ein anderes Dörfchen. Da werden wir dann morgen mal rüberziehen und werden für Unruhe sorgen. Ah, das ist Lua. Diese Mutze ist der Hammer, ne? Das verstrickst du in meinem ersten Moment. Was ist der Hammer? Ach, der Graukopf hat hier so eine komische, was ist denn das, Ledermutze auf. Ach so. SM, ich habe meine SM-Klamotten an. Ach so, ja, genau. Okay. Oh, ein Löchli. Ah, auf jeden Fall kann ich euch jetzt einen leuchten, ich habe jetzt auch eine Taschenlampe. Ich nicht. Ich habe hier noch zwei Taschenlampen in die Kiste gepackt. Das Licht wird kommen. Hör auf zu singen. Erleuchte mich auf. Oh je, je. Was denn? Ich hab auch noch ein bisschen Fleisch mitgebracht. Fleisch. Fleisch. Und 5 Eier. So, ich habe mal ein paar Storage-Chests aufgestellt, ja? Ihr könnt euch immer in die normalen braunen Kisten entmüllen. Entleeren? Da kommt der Scheiß rein, in die braunen. Genau, und ich sortiere dann um. Ja, passt dir das nicht, wie wir das in die Kisten rein? Na toll. Es hält ja nur einer keine Ordnung. Also ich pack mein Zeug da rein, wo das andere Zeug auch schon drin liegt. Das ist genauso durcheinander. Das ist auf alle Fälle ein System. Ja. In der Lagerwirtschaft und Logistik würde man das als chaotisches Einräumsystem bezeichnen. Ach Quatsch, ihr habt auch alle keine Ahnung. Ja, genau. Ja, so. Wie mache ich das hier? Wie wird es uns machen? Spitz. Oh. Oha. Da kommen wir ganz neue Seiten raus. Erst das Fleisch ablegen und dann spitz machen. Genau. Siehst du mal, ne? Irgendjemand ist gehäutet worden für das, dass der Graukopf seinen Lederanzug anziehen kann. Ja. Naja, und ihr hat ja gesagt, sie legt mal ihr Fleisch ab, also wird es nicht sein. Genau. So, ich komme jetzt auch mal zurück. Und noch zwei Kartoffelseeds, die schmeiße ich nochmal schnell ins Beet. Ja. Halt! Ja. Nimm denn eine Kaffeebohne mit, die ich gefunden habe, bitte. Ja, kannst nämlich mal sehen, ich halte nämlich schon Ordnung, weil ich hatte nämlich auch einen Kartoffelsamen, den habe ich da zum anderen mit dazu. Moment, ich habe auch noch eine Kaffeebohne. Ach, guck mal, jetzt kommen sie alle. Kann ich dir auch geben, hier, bitteschön. Danke. Hast denn du Banger zu mir? Ja, ihr versteht. Du schäles Rippchen. Genau, versteht die andere Frage. Ey. Wenn ich an der Kiste will, hängt mein Mann in der Kiste drin. Hier ist ja unmöglich. Was? Oh,
Nein. Niemals. Nein. Oh. Oi, die Spitzen wirken. War nur eine Hose? Ist jemand über... Ey. Also vorsichtig beim Rauslaufen, da stehen jetzt Spitzen vor der Tür. Naja gut, hier laufen wir ja sowieso nicht raus. Ich ja. Okay. Oh, das war's schon. Okay, ja. Ja. Habe ich noch irgendwas in der Tasche? Nein. Idee hast du zufällig noch ihre Gläser, weil ich mach dann mal hier. Die habe ich gerade. Das waren die, alles klar, ups. Okay. Die da, wo da, ja. Ja, ja, dann habe ich sie, alles klar. Ich stotter eigentlich nicht, nur manchmal fehlen mir die Worte. Ja, manchmal. Pass mal auf, gell? Ich bräuchte ein bisschen Brennmaterial, die Couchteile gehen uns aus. Ich möchte euch mitteilen, ich habe jetzt, Danke. Bitte. Nehmen wir zur Kenntnis. Ja, bitte. Wo kommt denn hier von Onkelchen das Bauchfett hin? Das ist deins, bitte, nicht meins. Wo haben wir dir die Kiste zum Brennen? Das ist deins. Meins. Ich mit meinen geschätzten 12 Kilogramm hab sowas nicht. Ah ja, unter dem Fingernagel. Schnucki. Hier. Hier unten rechts in der Supply-Kiste. Da sind auch noch leere Gläser drin. Hab ich gerade eben. Ja, ah. unten ist hier Tränke, oben ist Essen, Supply ist Essen. Ja, weil ich hier gerade was, aber ich muss erst mal gucken, dass ich Brennmaterial zusammenkriege. So, und jetzt mache ich halt mal hier in die Explosionskiste, mache ich das Fett rein. Warum in die Explosionskiste Fett? Das hat überhaupt keinen... Ich natürlich! Das... Ach, Quatsch! Na, natürlich, damit kann man Kerzen machen, die brennen gefährlich, damit kann man Biosprit machen. Ja, ja, ist ja recht. Ja, ja, passt schon. Passt schon, ja, 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 ja. Bravis Hundi. Was? Was? Wer hat das gesagt? Hahaha. Ha, ha. Ist jetzt der Sand für das Glas? Was? Für Glasmold? Was willst du von mir? Zu dem anderen Schmelzsachen. Da in die, hier rechts in die Kiste neben. Die sag nicht Schmelzsachen, weil sonst schmeißt er das Fett wieder mit rein. Ah, das schmilzt aber doch. Ja. Weil das schmilzt doch. Ach, genau, ja. Das schmilzt. Ja, ja. Ich schmelze. Die Explosionskiste, da können wir auch das Öl mit rein tun. Ja, ja, ja. Weißt, Öl kommt in die Waffenkiste. Sind eigentlich jetzt außen sind noch nicht alle Spitzen veredelt, oder? Nee. Also mit Holz sind sie aufgewertet, aber ich hatte nicht genug Scrap Iron. Mhm. Ich hatte gehofft, dass es wenigstens für jedes zweite reicht, aber das war natürlich utopisch, weil ich hatte ja nur paar 20 oder so. Ach so. Wir wollten ja einen Ausflug machen, sonst hätte ich gesagt, ihr Scrap. Ja. Stimmt. So. Ich hab nichts, aber Repair Tool. Ach, aber das sind noch Dosen, die kann ich mir nochmal. Ja, so. Also für drei Spitzen reicht's nochmal. Ja, was. Was habt denn ihr für Level? Grün. Sechs. Okay, acht. Hab ich auch. Ah. Was hab ich denn? Was haben ich? Was? Ich hab sechs, na super. Okay. Du hast sechs, na super. Ja, na super. Ich hab. Sechs, ja. Na super. Das ist ein großer Unterschied zwischen sechs und acht, wenn ich mir jetzt eine Axt mache. Also, ich hab eben mir gerade eine Fire Axe gebastelt. Die ist grau. Ja, grau dürften sie wahrscheinlich bei der acht ja auch noch werden, ne? Aber. Ich lass es mal drauf ankommen.
Ach was, ich suche einfach mal. Ne? Probier es, es kann auch was Höheres rauskommen. Ist ja nicht unbedingt gesagt, dass da, ne? Eben. Naja, Level 43. Bist? Was? Das gilt nicht. Gerade hast du gesagt, du bist Level 6. Irgendwer cheatet hier. So, Steine. Haben wir da schon eine Kiste für Steine? Baumaterialien? Guck mal hier, die linke Holzkiste hier. Eieieiei. Wie sieht's denn hier aus? Bei Hempels und am Sofa. Aber echt. Oh, Level 7. Yay. Nicht übers Feuer hüpfen, das ist gefährlich. Nein, ist es gar nicht. Wo würdet ihr denn sinnigerweise Stoff hintun? In die Waffenkiste zum Öl. Okay. In die Venen spritzen. Kiste. Wie jetzt? Also, ich schmeiße jetzt alles, was ich habe, einfach in die Kisten rein und. In die braunen kannst du reinschmeißen. Ja, und der. Mr. Graukopf. Was? Wie war das vorhin? Mr. G-Pünktchen. G-Pünktchen, genau. So. So. Geht doch. Da ist nix. Da ist wieder drin. Ja, ich mach's. Beaker. Ja. Weil ich hab gesehen, mit Getränken ist es gerade ein bisschen hinten dran. Nur noch zwei Wasser. Ja, 13 habe ich jetzt wieder hier dazu. Und 12 Tee koche ich da gerade ab. Aber ist wieder ein bisschen was. Aber man kann ja. Aber er könnte ja den Beaker mal tauschen. Mit einem Kochpot, da kann ich ein bisschen viel mehr machen. Oh. Haben wir noch ein bisschen Lehm da für eine Glasmold? Oh ja. Oh, das ist zu wenig. War die falsche Kiste hier. Was auch. Wer hat denn von euch noch ein bisschen Lehm einstecken? Ich leider nicht. Ich habe Bricks hergestellt. Ist nicht dein Ernst? Sinnigerweise. Natürlich. Und dann Decayed Bricks. Also. Aha. Master of Disaster. Ja, so genau wollte ich das nicht sagen. Nichts kann man recht machen. Oh, da steckt Graukopf in der Kiste. Dann gehe ich mal hier gucken, was ich wohin packen kann. Oh, ich setze mich jetzt hierher und gucke euch zu. Ja, ne? Das kannst du gut. Ja, ich weiß, das ist das Einzige, was ich kann. Ja, bitte, mein Schatz. Was habe ich denn eigentlich an? Ah, okay. Nix. Wie immer. Nichts wie immer, ja. Also ich kann Leder machen, falls jemand was braucht. Ich muss gerade auf 13 Streifen an einen Stick. Ja, ich wäre noch relativ nackt, also ich würde mich über... Na dann... Nee, passt schon so. Also das Einzige, was mir fehlt, sind Schuhe oder... Ja, oder mal so... Ja. Brustpanzerchen. Na, ich guck mal, was ich aus dem Leder rauskriege. Was ich brauche kein Brustpanzer, ich brauche bloß Brust. Ja, Schuhe habe ich auch keine an. Dann mach ich erstmal Schuhe. Mach du mal Schuhe. Stimmt, die Füßchen sind noch nackig. Ja. Nein, nicht dran lutschen, Edi. Warum nicht? Nein, pfui, aus. Ich hab sie schon voll gesabbert. Aus. Ja, ich weiß nicht, warum ich so nasse Füße, kalte Füße hab. Ja, nasskalt.
Dann hast du ja. Kalt. Ja, genau. Ja, Baby, ich hab dich zum Fressen gern. Ja, ja, das weiß ich. Das brauchst du nicht zu sagen. Dafür kenne ich dich schon so lang. Ist ja ein Ding. Ja, ja. Ah. Ich guck jetzt nochmal in die Kisten rein. Auch noch Clay drin in der Kiste, ne? Was? Wo? Hier vor der Forge sind noch 4 Kugeln drin. Ach so. Ja, aber die reichen doch nicht für eine Mold. Ja, nee. Ich dachte, du hättest vielleicht da hinten in der Kiste welche gefunden. Das leider nicht. Ja, ah, so. Dann hatte ich das falsch verstanden. Ich hätte 32 Pfeile für die Crossbow zu verschenken, wer mag. Ich habe auch gleich noch ein paar Pfeile. Ich habe 250 schon einstecken, von daher... Ja, also bevor sie keiner will, nehme ich ja, sie. Ne? Also ich habe auch noch 128 Stück zu verschenken. Okay. Ja, jetzt, warte mal, wie war das doch vorhin? Okay, schon, hast du schon Pfeile? Ich habe 82 Pfeile. Ja, Kaukopf, ne? Hast du auch? Ich habe Pfeile, ja. Ich hab sie hingeworfen. Ja, hab sie. Wie viel hast du? Okay. 82, ich brauch bloß Steine und Dingsbums. Das passt schon. Nimm die Pfeile da. Oh Mann! Steine kann ich dir 59 geben. Oh, ja, also ich hätte auch noch ordentlich hin? Steine. Ja, ich hab sie nicht. Hab sie auch. Na doch. Also ich hab sie aber hier fliegen sehen. Also irgendeiner hat sie genommen. Ja. Hier in dem Pappkarton sind... Sind sie drin? Nee. Chest und Stiefel drin. Sind die runtergefallen? Nö. Danke. Ups. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die sind. Das ist wie mit den Metal Stripes, die mir der Kaukopf hingeworfen hat. Die waren weg. Hm. Oh, schön. Ich packe auch nochmal Handschuhe rein. Ah, mit Handschuhe kann man nicht gescheit schießen. Hui! 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 Aber okay. Oh. Dann kannst du es wenigstens auf die Handschuhe schieben, wenn du nicht. Ja, genau. Achso, okay. Hm. Mann, wir haben so viel. Wir sind hier unten irgendwo die Pfeile. Sicher? Ja, wo denn? Ja, wo wenn denn? Man hier rumläuft und drückt E. Nee, dann passiert nichts. Und dann hört man die irgendwie. Ich bin doch hier unten. Ja, hier unten. Ja, hier unten ist groß. Wo ich hab denn? Noch einen. Vorm Haus. Leck Armor nochmal in den Karton gepackt. Hm. Keine Ahnung. Aber auch alle. Meinst du, die sind runtergefallen? Nee. Ja, sind sie. Ganz runter, vors Haus. Ganz runter. Ehrlich? Oh. Ja, okay, aber dann dürften sie jetzt vielleicht eh weg sein, oder? Weil das bleibt ja gar nicht so lange liegen. Ja, ich weiß jetzt allerdings. Hm. Hm. Also hier ist nix. Hä? In der Munitionskiste sind auch noch Federn, ja, falls sich noch jemand was machen möchte. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, ne? 128 Pfeile weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, komm vor. Nee, also hier ist nichts. Nüschte, nüschte. Nüschte drin. Die sind mittlerweile, sind sie eh weg. Ja, wahrscheinlich. Naja. Wie gesagt, in der Munitionskiste sind noch Federn. Ja, ja. Und Steine hätte ich auch noch zu vergeben. Also ich auch. Ich bin ein toller Schütze, ich brauche nicht so viele Pfeile. Ja, ja. Was? 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 Ist jetzt wenigstens rot dabei. Und wie? Und wie? Schau her, ich gehe extra ins Licht, damit du das siehst. Halt nicht so nah an die Dinger, weil sonst. Ja, sonst brennt er wieder. So rot brauchst du da nicht zu werden, dass du da die Entpuppung verglühst, oder? Fange wieder das Kokeln an. Feuer und Flamme, der Mann. aber echt. Aber so was von. Ich hab noch ein Leck-Amor in die Pappschachtel gepackt. Ich bin ausgestattet jetzt, danke dir, Kaukopf. Edi, dann guck du mal hier in den Pappkarton und nimm dir mal noch raus, was du brauchst. So, dann. Herzlichen Dank. Die Hosen sind besser wie meine. Ach nee, das sind ja. Leck Armor. Dann, ne? Beinschienen oder wie die heißen, ne? Nebel zieht auf. Ja. Schon wieder. Okay. Ist es schon wieder soweit? Wo ist die Papp? Kiste jetzt hin? Apropos so weit. Ja, ich kaputt. Wie weit sind wir denn? Ach so, wie weit sind wir denn? Knapp bei 20 Minuten. Ah ja. Ja, dann gut. Ist ja dann eigentlich eine gute Zeit, oder? Ja. Gut, weil jetzt nachts können wir eh nichts machen. Ich lege mir jetzt eh gleich zum Schlafen hin. Blöpp. ja, gut, Leute.
Morgen werden wir auf Wanderschaft gehen und wie die Heuschrecken über das andere Dörfchen herfallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ich sag's wieder, zu sehen ist die Folge auch bei der Anja auf ihrem Channel. Der ist unten verlinkt. Irgendjemand hat jetzt irgendwas gelernt oder sonstiges. gut. Dann sagen wir mal danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Okay, bye bye. Tschüss. Tschüss.